Und schon wieder zurück bei The Elder Scrolls Online. Bei fürchterlich schlechtem Wetter. Mittlerweile ist ein Gewitter aufgezogen. Und wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach Hauptmann Astania. Wer bist denn du? Achso, du bist auch wieder einer von den Tempelakolyten. Aber was macht er hier? Ifris Knochen sind überall um uns. Fühlt seine Energie. Riecht sein Blut. Ich habe das Gefühl, die sagen alle das Gleiche. Ist nur so eine Vermutung. Okay, pass auf. Lass mal auf die Karte gucken. Da ist Hauptmann Astania. Die ist also in diese Richtung da vorne. Die stand vor dem... Ja, da hinten. Huch, wer bist denn du? Aha. Wartet, ich muss mit euch reden. Auge der Königin? Ah, mein Botengänger. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich glaube ihr nicht. Ja, dieser möchte mit euch über... Ihr könnt damit sofort aufhören. Kraft meines Amtes als Hauptmann seid ihr hiermit festgenommen. Wegen des Verdachts eines geplanten Königsmordes. Wovon sprecht ihr? Was ist da in eurer Tasche? Einsatzpläne der Seesoldaten am Tempel. Und rieche ich da etwa Gift? Das ist das Handwerkszeug eines Assassinen. Ihr braucht es gar nicht zu leugnen, ihr Abschaum. Kein weiteres Wort mehr von euch. Ich werde nie wieder versuchen, irgendjemandem zu helfen. Hm? Hey! Nein! Nein! Was ist das nun mit Elder Scrolls und den Zellen, in denen man sich wiederfindet? Moment, das ist doch unser Kumpan hier. Rasumdar! Oh, Rasum hat aufgeräumt. Ras muss es zugeben. Selbst er dachte nicht, dass wir uns so schnell wiedersehen würden. Wie geht es euch, mein Freund? Schrecklich, Ras. Was macht ihr hier? Er ist hier, um zu helfen. Wie immer. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass euer neuer Freund Phasion tot hinter euch am Boden liegt. Ras kannte Phasion gut. Doch das dachte er auch von Astania. Was ist mit ihm passiert? Der Hauptmann ist ihm passiert. Phasion und Ras haben als Agenten der Königin zusammengearbeitet. Phasion war nicht bereit, seine Geheimnisse preiszugeben. Und daher ist Phasion jetzt tot. Werdet ihr mich hier rauslassen? Ihr werdet bald frei sein. Doch wie schon auf der Insel muss Ras um eure Hilfe bitten. Ihr müsst die Königin und ihren Schlachtenvogt warnen. Der Hauptmann wird versuchen, die Königin im Tempel zu ermorden. Sagt mir nur, was ich tun soll, um hier rauszukommen. Ihr müsst an den Männern des Hauptmanns vorbeikommen. Sucht Eshaba auf, eine weitere Agentin unserer Herren. Sie hält auf dem Marktplatz die Augen offen und preist ihre Waren an. Fragt sie nach einem Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Und sie bringt euch auf den richtigen Weg. Nun gut, dieser wird tun, was er kann. Das sieht natürlich überhaupt nicht so aus, als wären wir... Verschwindet von hier. Rettet die Königin. Das sieht überhaupt nicht so aus, als würden wir... kein Attentat auf die Königin planen. Ein Top, den nehme ich mit. Rette ich mit Reis, her damit. Nachdem wir jetzt auch noch aus der Zelle entflohen sind, dank Rasumdar. Dieser denkt, ihr habt vielleicht einige Fragen. Was kann Ras euch erzählen? Wie habt ihr denn mich gefunden? Dieser muss sich bei euch entschuldigen. Er hat nach Phasion gesucht. Es war ein glücklicher Zufall für uns beide, dass ihr gerettet werden konntet. Ihr seid der Zelle entkommen und Rasumdars neuer Plan, die Königin zu warnen, wird vorangetrieben. Warum könnt ihr die Königin nicht selbst warnen? Es ist etwas peinlich, aber... Das Gesicht von diesem ist einigen der Höflinge bekannt. Wenn Rasumdar sich ihnen nähert, würden sie ahnen, dass etwas nicht stimmt. Ihr hingegen, ihr seid ein neues Gesicht in einer Uniform der Seesoldaten. So bleiben sie ahnungslos. Warum nur ist Rasumdars Gesicht den Höflingen bekannt? Warum ist ihm das peinlich? Aber das ergibt Sinn. Gibt es noch etwas, das dieser vermitteln kann?
Ihr arbeitet also für die Königin? Ja, so wie Phasion. Er hat euch nicht belogen. Wir sind die Augen der Königin. Wir sind nur wenige. Und wir halten uns an die Scharten. Doch wir haben die Ehre, zu den getreuesten Agenten der Königin zu gehören. Den getreuesten Agenten? Was ist mit den ersten Auriron-Seesoldaten? Der Schlachtenvogt ist von unerschütterlicher Treue. Er glaubt, seine Seesoldaten wären nicht anfällig für das zersetzende Gift des Verrats. Wie neu geschmiedete Stahlklingen. Aber Rasumdar weiß besser als die meisten, wie schnell sich Rost bildet. Könnt ihr mir sonst noch etwas über das Schleiererbe erzählen? Sie sind der Auffassung, wir bräuchten das Dominion nicht zum Überleben. Sie denken, die Königin macht einen Fehler, die Bosmer und die Khajiit auf eine Stufe mit den Hochelfen zu stellen. Rassisten, Isolationisten und auch ansonsten alles Narren. Nun, wir werden ihnen beweisen, dass sie falsch liegen. Leb wohl. Ach, schön, alle tot. Oh. Naja, da bin ich nicht so überzeugt davon, von dem Essen. Aber das andere, das sieht ganz lecker aus, dunkles, klarer Syrah-Wein. Oh, her damit. Und den Rettich mit Reis, den können wir uns auch noch reinstopfen. Nom, 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 nom. Als Gefangener muss man auch bei Kräften bleiben, das geht nicht anders. Achso, ich habe ja hier noch die ganzen... Ach, das wollten wir uns ja noch angucken, ne? Ich habe ja hier noch die neuen Waffen. Die Keule der Zauberreplik stellt Magika wieder her und erhöht die Resistenz. Dann haben wir die Axt von Nocturnals List. Einhändig auch. Physischer Schaden stellt Ausdauer wieder her. Und wir hatten noch was bekommen, ne? Hier, den Streitkolben von Eperietes Entkräftung. Verursacht 2000 Magieschaden, stellt Magika wieder her. Bin mir gerade nicht sicher, welche davon am besten ist, aber 2000 Magieschaden plus 1300 Schaden. Aber hier haben wir noch die Resistenz und Magieresistenz. Ich nehme mal die hier. Die hier ist sowieso zweihändig. Da sind wir weit von entfernt. Ich nehme mal diese Keule. Ja. Besser als der Rattenquetscher. So, wie komme ich hier raus, um der Königin zu helfen? Müsste die Königin uns dann nicht unendlich dankbar für unseren Dienst sein? Oh mein Gott. Er hat auch schon ein bisschen länger hier gelegen. Schön. Gesucht. Zwielichtiger Mann mit dunkler Kutte. Ich habe das Gefühl, hier werden auch... Das ist so ein bisschen Profiling. Ne? Also hier werden einfach zwielichtige Männer mit dunklen Kutten gehören einfach immer zu den Verdächtigen. Als ein zwielichtiger Mann, der gerne mal eine dunkle Kutte trägt und sich nie hat etwas zu Schulden kommen lassen, finde ich das höchst bedenklich, dass ich immer mit zu den Verdächtigen gezählt werde. Sag mal. Ach, die sind... Ah, oh, Gott sei Dank. Ich wollte sagen, die sind nur bewusstlos. Ich wollte schon sagen, wenn Rasumdar hier alle getötet hat, dann ist aber... dann, ich weiß nicht, ob die Königin dann sagt, ja, das bin ich aber froh, dass ihr da seid. Dieser ist ein Schatten. Bananen. Es gibt noch ein oberes Stockwerk. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee, die Betten in ein Stockwerk zu machen, wo keine Türen drin sind. Da wird es in der Nacht richtig, richtig kalt. Aber einen schönen Ausblick hat man von hier. Das ist schön. Da, guck mal, da unten. Mit dem Baum da in der Mitte. Das ist echt schön hier oben. Und da auf den Teleportpunkt. Hübsch gemacht.
Sehr hübsch. Aber gut, ja. Wir haben den Auftrag, die Königin zu retten. Müssen aber natürlich erstmal die Gegend bestaunen und bewundern. Ganz wichtig. So, wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Schleicht euch an den Wachen des Tempelbezirks vorbei. Nee, ich sollte doch auf dem Marktplatz mit jemandem sprechen. Da. Esheba. Mit ihr sollten wir sprechen, denn wir sollten wahrscheinlich von ihr eine Uniform bekommen, mit der wir aussehen, als wären wir ein Angehöriger der Seesoldaten. Komme ich denn dahin? Ne, ich war schon auf dem richtigen Weg, ungefähr. Wollte gerade schon sagen. Der andere Punkt da oben hat mich nur wieder nach da oben geleitet. In diese Richtung müssen wir. Entschuldigt, aber hier muss alles richtig aussehen. Herrin Aramil würde nichts anderes für den Besuch der Königin akzeptieren. Ich warte ja immer noch darauf, dass einer von denen mal sagt, also diese Eterna. Es ist ungeheuerlich, man kann nicht mal mehr auf die Straße gehen. Hallo. Hallo. Seid gegrüßt. Warum nur habe ich das Bedürfnis, hier mit jedem zu reden, den ich finde? Okay, pass auf. Wir sind jetzt auf dem Markt. Gehen hier die Straße entlang. Da vorne sehen wir schon das Symbol, wo wir... Guck mal, wie viele Quests hier noch sind. Und Sammler, stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Ich muss wieder stehen. Ruhmesgeschichten. Wir kommen wieder. Was war das? Tötet keine Hasen, heißt dieser Charakter. Also ist auf jeden Fall nicht Collins. Eshaba hat so ziemlich alles, was ihr euch wünschen könnt. Was kann ich also für euch tun? Dieser sucht nach etwas sehr Bestimmtem. Ist das so? Seid nicht schüchtern. Was braucht ihr denn? Was dieser braucht, ist ein Souvenir der ersten Auridon-Seesoldaten. Eshaba hat so etwas. Genau das Richtige für eure Bedürfnisse. Aber seid ihr wirklich sicher? An dieses Souvenir sind bestimmte Erwartungen geknüpft. Ja, dieser weiß, was er sich damit einkauft. Ein weiser Kauf. Sehr gewinnbringend. Hier, bitte greift zu, direkt aus der Truhe. Wenn ihr unseren gemeinsamen Freund seht, dann richtet ihm die besten Grüße aus. Das werde ich tun. Direkt aus der Kiste. Vulkelwacht-Seesoldatenverkleidung. Ja. Eure Verkleidung könnt ihr im Inventar eures Charakters finden. Es ist wichtig zu wissen, dass einige Feinde euch durch die Verkleidung hindurch erkennen und somit entdecken können. Falls ihr euch mit eurer Verkleidung in einen Kampf verwickelt, so wird eure Verkleidung zerstört. Das möchte natürlich niemand. Oh, Bananen. Medkumpel-Infusion. Na ja, gut. Wo mache ich die denn hin? Die mache ich da vorne hin, hier in die Aufmachung. Dieser ist ein Seesoldat von Vulkelwacht. Dieser war schon einmal besser trainiert und hat Glück, dass diese Kluft ihm gerade so passt. Es ist immerfort dasselbe, Tag für Tag. Mhm, immerfort dasselbe. So, einige können mich also erkennen. Oh mein Gott, sind hier viele Quests. Oh mein Gott. Es werden ja immer mehr. Es werden einfach immer mehr. Wir waren noch nicht mal in der Magiergilde, der Kriegergilde und... Kann ich da jetzt einfach so an denen vorbeilaufen? Recht in der Nähe des Tempels mit Schlachtenvogt Urkelmo. Okay, wir haben uns offensichtlich vorbeigeschlichen. Wo ist denn der Schlachtenvogt? Adlerkralle? Da. Schlachtenvogt Urkelmo. Erklärt mir, was ihr hier macht. Sprecht leiser, Schlachtenvogt. Rasumdar schickt mich. Rasumdar. Ja, den Namen kenne ich. Ihr habt aber meine Frage nicht beantwortet. Es gibt ein Komplott, die Königin zu ermorden, Schlachtenvogt. Hm,
Wir haben alle erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Das gesamte Gebiet ist abgeriegelt. Das wurde mir von Wachthauptmann Astania versichert. Aber genau dieser Hauptmann steckt hinter dieser Sache. Sie plant, die Königin im Tempel anzugreifen. Der Hauptmann der Wache? Absurd. Leb wohl. Einen Augenblick, Orkelmo. Ich möchte hören, was dieser zu sagen hat. Königin Eiren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Rasumdar wurde erwähnt. Er handelt in meinem Namen. Wenn ihr dem nicht nachgehen wollt, dann werde ich das tun. Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Alles klar. Dieser hat noch nie eine wahre, echte Königin gesehen. So. Dieser ist einfacher Tavernenwirt, aber er versucht trotzdem zu helfen. Dieser hat keine Ahnung, in was Rasumdar ihn da reingeschickt hat. Das ist aber ein schöner Tempel hier. Guck dir das mal an. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Ihr. Es tut mir leid. Ich habe mich geirrt. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Passt auf. Auf dem Balkon. Das ist eine Falle. Es ist eine Falle. Oh mein Gott. Okay, Mo. Wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania. Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf, aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Ich hab eine brennende Keule. Schön vorsichtig sein, ja? Komm, ich helfe dir mal. So sei es, Astania. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. Das ist schon cool, dass ich mich mit dieser Fähigkeit selber heilen kann. Gut, ich kann jetzt zwar keinen anderen mehr heilen, das haben wir ja in der letzten Folge. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Sag mal, wie viele sind es denn hier? Und schicken die keine Verstärkung? Die lassen uns einfach hier drin? Gut, die wissen ja draußen auch gar nicht, was los ist. Das sei ihnen zugute gehalten, aber trotzdem. Oh, ich könnte mal hier. Zack. Du bewegst dich langsamer und hier alle, die im Kreis stehen und auf meiner Seite sind, bekommen Boni. Jetzt muss ich mich persönlich um euch kümmern. Guten Tag, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. So. Verdient hat es. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Ja, einen Moment. Lass mich doch mal kurz umgucken hier. Guck mal, wie hübsch das hier ist. Hier sind die Tempelbänke. Und die sind ins Zentrum ausgerichtet, weil hier wahrscheinlich die Party abgeht. Wenn hier irgendwie ein Gottesdienst ist oder sowas. Und hier für die Königin höchstwahrscheinlich und ihren König. Und wie kommt man da oben auf den Balkon? Das ist eine gute Frage, wa? Wahrscheinlich nur von außen. Na gut, ich komme ja schon... Oh, halt, warte mal. Ah, hier darf ich gar nicht raus. Ich komme schon, bin schon unterwegs. Wie sie da steht.
Nun, was haben meine Beschützer gefunden? Es gab dieses Komplott wirklich. Wir haben gegen Astania und ihre Assassinen gekämpft und wir haben sie besiegt. Astania? Ich kann es kaum glauben. Jetzt wird Orkelmo seine Wachen zweifelsohne verdreifachen. War sie wirklich eine Agentin des Schleiererbes? Ja, meine Königin. Sie sagte, ihr hättet uns verraten. Verrat? Sie wendet sich nach all diesen Jahren treuen Dienstes gegen ihr Volk und sie nennt mich die Verräterin? Man konnte ihr offensichtlich nie trauen. Ihr hingegen habt euch als dessen würdig erwiesen. Was meint ihr damit, meine Königin? Die Seesoldaten sind ein grobes Werkzeug. Eine Königin muss mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Ihr seid Rasum Dar, dem ersten unter allen Augen der Königin, schon begegnet. Würdet ihr euch ihm anschließen? Würdet ihr zum Wohl des gesamten Dominions einer unserer Eliteagenten werden? Dieser ist sich nicht sicher, ob er als Eliteagent auftreten könnte, denn wenn die anderen Reiche erfahren, dass eure Eliteagenten plauzige Pummelkater sind, nehmen sie euch vielleicht nicht mehr so ernst, aber natürlich nehme ich euer Angebot an, meine Königin. Hervorragend. Mit der mir innewohnenden Macht ernenne ich euch zu einem Agenten in meinen Diensten. Ihr seid nun ein Auge der Königin und an meinen Dienst gebunden. Möge Auriel euch schützen und Xarxes eure Zunge hüten. Jetzt zu größeren Dingen. Ich muss meine Position festigen und meine Reise über die Insel fortsetzen. Und was soll dieser für euch tun, meine Königin? Ich muss mich zu jener uralten Stätte aufmachen, die als Tanselville bekannt ist. Für gewöhnlich hält ein neuer Monarch dort stille Zwiesprache mit den Toten. Wir sollen damit unsere Bereitschaft zeigen, den weisen Rat unserer Ahnen zu befolgen. Für gewöhnlich? Wie ihr heute gesehen habt, verlief meine Regentschaft bisher alles andere als gewöhnlich. Ich bin besorgt, dass es Probleme geben könnte. Und die Anwesenheit meines jüngsten Auges würde diese Besorgnis lindern. Natürlich, Königin Eiren. Wählt euren eigenen Weg nach Tanselville. Sucht mein Gefolge auf, wenn ihr angekommen seid. Sie werden wissen, wo ich bin. Ich wünsche uns beiden viel Glück auf dem Weg. Können wir über das Schleiererbe sprechen, Eure Majestät? Wie ihr wünscht. Ich bin nicht sicher, ob ich derzeit viel mehr weiß als ihr. War dies der erste Anschlag auf euer Leben? Ich wünschte, ich könnte darauf mit Ja antworten. Astania stand mir näher als sonst irgendjemand. Einen Wachhauptmann zu bestechen. Ich kann diese Dreistigkeit kaum fassen. Was wollen Sie erreichen? Das Ende des Dominions. Sie wollen, dass ich zurücktrete, ihren eigenen Regenten ernennen und dass alle, die keine Hochelfen sind, die Sommersendinseln verlassen müssen. Die Liste ließe sich noch endlos fortsetzen. Warum sind Sie so sehr gegen die Allianz? Sie sind Rassisten, die Hochelfen für ein überlegenes Volk halten und keinerlei Verständnis davon haben, wie die Welt wirklich ist. Kurzsichtige Misanthropen mit Größenwahn, zurückgebliebene Bastarde, die sich wieder unter ihrem Stein verkriechen sollten. Euer Majestät, werdet ihr so freundlich, mir von euch zu erzählen? Oh, Auriel sei Dank. Endlich jemand, den meine Krone nicht so sehr blendet, um eine richtige Frage zu stellen. Verzeiht. Natürlich plaudere ich gern ein bisschen mit euch. Was möchtet ihr wissen? Wie kamt ihr auf den Thron? Mein Vater, König Hidelit von Alinor, ging nach Aetherius. Er war ein guter Mann, so wie mein Bruder Naemon einer ist. Ich kehrte zurück, um den Platz meines Vaters einzunehmen, weil mein erfahrungsreiches Leben mich genau auf diese Rolle vorbereitet hat. Es hat mich zu der Herrscherin gemacht, die wir brauchen. Was habt ihr gemacht, bevor ihr zur Königin gekrönt wurdet? Man hört so einiges. Habt ihr welche von den Gerüchten gehört? Meine Abenteuer werden gewaltig übertrieben, das kann ich euch versichern. Außer der Geschichte mit dem Bären. Die ist wahr. Wieso kann ich jetzt nicht nach der Geschichte mit dem Bären fragen? Was brachte euch dazu, das Dominion zu gründen? Um es klar zu sagen, die Zahl der Altmeer allein reicht nicht aus. Gemeinsam mit den Waldelfen und den Khajiit hingegen haben wir den eisernen Willen, die Schlagkraft und die charakterliche Festigkeit, um die Probleme zu lösen, die Tamriel plagen. Ihr glaubt, dass wir die Welt retten können? Das tue ich. Ich bin Jahre kreuz und quer über das Antlitz Nirns gereist. Die Allianz, die wir geschmiedet haben, ist die stärkste der Welt. Ich habe Monate mit der Mähne und den Baumtarnen zusammengearbeitet, um unser gemeinsames Dominion zu erschaffen.
Darauf bin ich sehr stolz. Habt ihr dort auch Rasumdare getroffen? Ach, nein, Ras und ich sind uns schon auf meinen Reisen begegnet, vor vielen, vielen Jahren. Wir trafen uns in Wegesruh. Oder war es Weißlauf? Es war irgendetwas mit W. Es ist eine lange Geschichte, bei der es um eine betrunkene Schulmeisterin und ein violettes Samtkleid geht. Nun dann. Darf dieser sich jetzt wieder bewegen ohne... Ja, das ist der neueste Spezialagent der Königin. Der ganze Stolz des Dominions. Ich muss mich schnell wieder tarnen. So, Beinschienen der Königswache haben wir bekommen. Erhöht den Verkaufspreis dieses Gegenstands um 285%, aber nebst der Tatsache, dass es eine schwere Rüstung ist, ist sie auch noch besser als die, die wir hergestellt haben. Also ziehen wir sie natürlich an. Auch wenn es wieder Hochelfenrüstung ist. Und Hochelfenrüstung ist ja eigentlich so, für Khajiit nicht unbedingt geeignet. Da drin ist noch eine Quest, da ist auch noch eine Himmelsscherbe. Moment. Was genau ist das? Das ist Herren- und Schatzhaus von Vulkelwacht. Erste Schritte edlen Blutes. Ja, das leuchtet da oben, das Ding. Aber wie kommt man da hin? Wenn ich da oben über die Tür... Ich muss da rein. Ich will diese Scherbe da holen. Bevor die da die ganze Zeit vor sich hin leuchtet. Oh, dieser wollte einfach nur... Töte keine Hasen. Tötet keine Hasen. Dieser wollte einfach nur eine Taverne betreiben. Dieser wollte einfach nur ein ruhiges Leben abseits der Abenteuer führen. Dieser hatte sich schon zur Ruhe gesetzt. Er hat sich eine Mondzuckerplauze angefressen. Und nun soll er Spezialagent der Königin sein. Rasumdar, wo hast du uns dort hinein manövriert? Nein! Ich bin Spezialagent. Ich arbeite für die Königin. Dass man da so runterrutscht, das konnte ich ja nicht wissen. Aber ich glaube, das ist ungefähr der richtige Weg, weil da hinten ist die Frage, ist da vielleicht noch eine andere Tür in der Richtung? Ich guck mal gerade nochmal von hier. Ja, da ist noch eine Tür. Aber das hilft uns ja nicht weiter. Na. Jetzt komme ich hier nicht mehr. Okay, das geht nicht. Jetzt habe ich mich auch noch verletzt. Bitte guck nicht hin, meine Königin. Das ist alles nur Training. Wer bist denn du? Willkommen in Vulkelwacht. Ich muss mich im Moment um meine Königin kümmern, aber ich hoffe, ihr genießt eure Zeit in meiner schönen Stadt. Überhaupt nicht. Seit ich hergekommen bin, nur Probleme. Immer ein Vergnügen. Das hat lang genug gedauert. Versucht, die Steine nicht zu verlieren. Was ist denn euer Problem? Ich sehe schon, dass mein Ruf euch erreicht hat. Gut, gut. Ihr mögt euch fragen, wer ich bin und warum ich nach euch geschickt habe. Tut das nicht. Vertraut mir einfach. Mir geht es nur um das Wohl des Kaiserreichs. Aber wir müssen jetzt aufbrechen, wenn wir die Gunst der Stunde nutzen wollen. Über welche Art von Situation sprechen wir denn? Eine Lage, die den Krieg der drei Banner beenden und Eiren, Emmerich und Jorun wieder zur Vernunft bringen könnte. Während diese Gören sich um Territorien zanken, leiden das einfache Volk und das Reich. Wir müssen diese Gelegenheit beim Schopf packen. Findet ihr nicht auch? Dieser versteht nicht, was für eine Art von Gelegenheit kann denn den Allianzkrieg beenden? Einfach ausgedrückt habe ich gerade zwei Hälften einer uralten Tafel in meinen Besitz gebracht. Den Grollstein. Er ist eine Karte, die uns zu einer Waffe führen wird, welche in der Lage ist, alle Seiten dazu zu zwingen, ihr angriffslustiges Verhalten einzustellen. Helft mir, diese Waffe zu finden, und wir können den Krieg beenden. Nun, dieser ist seit neuestem ein Spezialagent der Königin. Dieser wird euch helfen, die Waffe zu finden. Wir müssen uns beeilen. Selbst jetzt folgt mir jemand und widersetzt sich meinen Bemühungen, ihn oder sie zu identifizieren.
Während ich mich um diese Bedrohung kümmere, müsst ihr mit dem Prozess beginnen, um den genauen Standort der Triangulanten ausfindig zu machen. Ohne sie ist die Karte wertlos. Triangulanten? Ist das überhaupt ein echtes Wort? Natürlich ist es das. Ich habe es gerade erfunden. Derzeit zeigt die Karte auf dem Geröllstein keine markanten Kennzeichen. Ohne die Triangulanten habe ich keinen Kontext, um die Karte zu lesen. Ich kenne aber einen Khajiit-Wissensbewahrer, der dabei behilflich sein kann. Wie kann ein Khajiit-Wissensbewahrer uns helfen, eine uralte Waffe zu finden? Auf beiden Hälften der Tafel befindet sich ein Teil der Karte und eine Inschrift. Kunsari und die Dämonenwaffe. Der Schlüssel, um die Triangulanten zu finden, steckt in dieser khajiitischen Sage. Wir müssen Dagaril Dro überzeugen, uns an Geschichtenerzähler zu verweisen, die die Legende kennen. Und wo kann dieser den Wissensbewahrer finden? Dagaril Dro hält sich oft an der Küste von Auridon auf. Wir müssen ihm aber ein Geschenk mitbringen und ich weiß, dass er Dämmerpilze ganz besonders mag. Sammelt die Pilze in den Ruinen von Bevan. Trefft mich danach im Lager des Wissensbewahrers. Ich markiere den Standort auf eurer Karte. Ihr scheint bereits eine Menge über khajiitische Legenden zu wissen. Ich weiß eine ganze Menge Dinge, aber khajiitische Legenden neigen dazu, sehr aufgebläht und verworren zu sein. Der Wissensbewahrer muss uns an den geheimen Orden von Geschichtenerzählern verweisen, den man die Mondsänger nennt. Nur sie können uns den rechten Weg aufzeigen. Sammelt jetzt die Pilze für Dagaril Dro. Woher habt ihr denn den Grollstein? Ein Kollege von mir verwies mich an die gelehrte Taraya, die einwilligte, mir die Tafel zu überbringen. Sie entdeckte die beiden Hälften im Frostgewölbe und in Galas Malatar und wagte es dann, ein kleines Vermögen von mir zu verlangen. Immerhin bilden die Tafeln jene Karte, die wir brauchen. Eine Karte? Ihr wisst also, wohin wir müssen, um die Waffe zu finden. Die Tafeln erwähnen Kunsari und die Dämonenwaffe, die er an einem uralten Ort der Macht versteckte. Aber die Karte ist unvollständig. Sie erfordert Triangulanten, die als Orientierungspunkte dienen. Ohne sie ist sie wertlos. Da kommen die Geschichtenerzähler ins Spiel. Was für eine Waffe wäre stark genug, den Krieg aufzuhalten? Die schriftlichen Aufzeichnungen schweigen sich zu diesem Sachverhalt aus, aber den Tafeln zufolge hat Kunsari die Dämonenwaffe versteckt. Das ist die beste Übersetzung, die ich zuwege brachte. Dämonenwaffe. Ich glaube, es ist dasselbe Relikt, mit dem Königin Anekina den ersten Krieg der Mänen beendete. Königin Anekina? Erster Krieg der Mänen? Khajiitische Legenden, die jeweils ein Körnchen Wahrheit enthalten. Königin Anekina führte das mächtigste der 16 khajiitischen Königreiche. Es nahm sogar ihren Namen an. Als die Khajiit in den ersten Krieg der Mänen verwickelt waren, setzte Königin Anekina ein Relikt ein, um den Frieden wiederherzustellen. Wer war denn Kunsari? Ein legendärer Held der Khajiit. Die Geschichten über ihn neigen dazu, ins Fantastische abzugleiten, weswegen wir die Wahrheit von den Lügen trennen müssen. Sobald wir die Geschichten zu Kunsari und den Dämonen gesammelt haben, werden wir Hinweise finden, die uns zu den Triangulanten führen. Wichtigste Frage. Werdet ihr mir helfen, die Pilze zu sammeln? Ich soll mir die Hände schmutzig machen? Ich glaube kaum. Und habt ihr denn nicht aufgepasst? Jemand verfolgt mich, seitdem ich mich für dieses Unterfangen entschied. Trotz meiner Bemühungen bleibt mir die Identität meines Verfolgers aber lästigerweise verborgen. Nur ein Magier von großer Macht könnte sich vor mir verstecken. Sollte dieser sich Sorgen machen? Ich bezweifle, dass mein Verfolger an euch interessiert ist. Warum meint ihr, dass ich um eure Hilfe gebeten habe? Dank eurer verhältnismäßigen Bedeutungslosigkeit solltet ihr unbelästigt reisen können. Sobald ich mich um meinen Verfolger kümmern konnte, stoße ich in Dagaril Dros Lager zu euch. Nun gut. Oh je, ich sehe schon. Jede einzelne kleine Nebenquest, die wir hier sehen, hat wahrscheinlich eine umfassende, riesige Geschichte. Da werden wir schnell durcheinander kommen, wenn wir einfach nur alles annehmen. Das heißt eigentlich Quest annehmen, Quest machen. Dann die nächste Quest annehmen. Sonst, was ist denn das mit der Katze? Ich höre doch hier irgendwo eine Katze. Sonst haben wir hier nämlich ganz schnell... Da ist die Katze. Lucia.
Ja, sonst haben wir ganz schnell totales Chaos hier und wissen überhaupt nicht mehr, was wir gerade machen. Huch! Nimm! Was ist denn das? Entilas Torheit und eine Kiste. Niemand ist hier. Vorhänge aus Samt. Habe ich da eine Tür gehört? Ich war es nicht. Hat aber nichts zu tun. Hier geschehen gar schlimme Dinge. Ich nehme das hier mal mit. Dieser konnte alle notwendigen Zutaten in der Magiergilde beschaffen. Jetzt muss Bakik die alte Mine finden, Entilas Torheit. Angeblich ist die Mine voll mit hübschen tanzenden Webern und Bakik muss sie finden und mit ihnen spielen. Laut der Karte liegt Entilas Torheit direkt südwestlich von Himmelswacht. Sollte nicht schwer zu finden sein. Nein, ich habe schon wieder eine Quest. Oh, das ist doch unmöglich. Okay, ich sehe schon. Ja, wir haben ja noch 4 Folgen, in denen wir uns umgucken können. Das wird nie und nimmer ausreichen. Ich muss ein bisschen konzentrierter vorgehen, damit wir uns nochmal die Gilden angucken können und vielleicht nochmal einen Dungeon gemeinsam machen können. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Das finden wir aber in der nächsten Folge heraus. Dieser hier bedankt sich fürs Zuschauen bis hierhin. Dieser hofft, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dieser sagt einfach einmal bis gleich. Tschüss.